Annelien, ich bin die Kamikaze-Mieze, oder auch Kami genannt, eine 21-jährige Katzenliebhaberin und Zockerin aus Berlin. Ja, und ich bilde also quasi den Montag von Girls Gegen Games. Das heißt, wir werden montags zusammen die verschiedensten Spiele spielen. Und ich muss gestehen, darauf freue ich mich schon riesig. Ja, was kann ich denn zu mir erzählen? Also, ich zocke schon eine ganze Weile. Ich habe damals mit meinem Vater zusammen das erste Spiel gespielt. Das war Diablo 2. Hab da auch noch immer um Hilfe gerufen, gerade bei den größeren Bossen. Ja, ich habe es geschafft, wirklich auch eine halbe Stunde immer im Kreis vor dem wegzurennen. Und irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich habe alleine angefangen zu zocken und habe auch selbstständig mich etwas getraut und ein bisschen den Respekt vor den Endbossen verloren und bin dann ganz alleine weiter auf dem Zockerweg spaziert. Dabei habe ich mich gar nicht auf ein bestimmtes Genre festgelegt. Das heißt, ich zocke eigentlich alles Mögliche von Rollenspielen bis hin zu Shootern, wobei ich in dem einen besser bin, in dem anderen schlechter. Und ja, ansonsten habe ich natürlich neben Let's Plays und Zocken auch noch andere Hobbys. Ich zeichne zum Beispiel unglaublich gerne, allerdings eher im Manga-Stil, weniger tatsächlich realistisch, was ich unglaublich bewundere, aber überhaupt nicht kann. Ich bin eine absolute Leseratte, allerdings auch nicht genre-spezifisch. Das heißt, ich lese vom Thriller über Fantasy, über ganz kitschige Frauenbücher, eigentlich alles. Ich schreibe selbst ab und an auch kleine Geschichten, wobei das in letzter Zeit eher seltener geworden ist. Ja, was mache ich denn noch so gerne in meiner Freizeit? Ich gehe dreimal die Woche, möglichst dreimal die Woche, zumindest rede ich mir ein, dass es dreimal die Woche sind, wobei es mich nachgelassen hat, also ich bin jetzt vielleicht zweimal immer, nochmal, zum Sport. So, Punkt. Ja, das einfach als Ausgleich zur Zockerei, zum Sitzen, zu meinem Beruf, der auch überwiegend sitzend ist. Ich bin Auszubildende am Gericht. Das heißt, ich verwalte da die Akten, schreibe Protokolle in Verhandlungen und so weiter. Werde aber, nachdem ich meine Ausbildung im nächsten Jahr abgeschlossen habe, hoffentlich eher ins Studium gehen, und zwar in die Jura-Richtung, wenn alles soweit klappt. Und ja, ansonsten weiß ich gar nicht, was soll ich denn euch noch erzählen? Ihr könnt ja auch einfach Fragen stellen, wenn ihr dieses Vorstellungsvideo seht. Es ist immer so schwer herauszufinden, was denn den anderen interessieren könnte. Ansonsten sage ich einfach danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt, und hoffe, dass wir ganz viel Spaß gemeinsam haben werden auf dem Kanal Girls Gegen Games. Und ja, ich hoffe, dass ihr natürlich auch interaktiv mitwirkt. Das heißt, dass ihr einfach Kommentare schreibt oder uns anschreibt. Und das ist einfach viel schöner, wenn man wirklich Kontakt zu seinen Zuschauern hat. Das macht einfach viel mehr Spaß. Ansonsten sage ich nochmal danke fürs Zuhören und reiche einfach das imaginäre Mikro weiter. Tschüss! Ich war anderthalb Jahre lang Let's Player, habe dann aufgehört, bin jetzt Vloggerin und ja, das ist das, was ich zurzeit mache. Ich habe aber irgendwie der Bock auf Let's Plays bekommen und deswegen habe ich mit diesen vier anderen bekloppten Weibern den Kanal hier gegründet. Kami hat gesagt, ich muss sagen, was mein Lieblingseis ist. Mein Lieblingseis ist Zitrone. Ja, dann lasse ich jetzt mal die Aki weiterreden, mir fällt sowieso nichts mehr ein, ihr sollt euch ja nicht langweilen und weiter geht's! Jaho, ich bin die Aki mit dem YouTube-Account TenshinohikariX. Ich heiße eigentlich Nadine, aber Aki klingt einfach viel epischer. Also nennt mich so oder ihr seid sowas von tot. Ja, ich bin momentan 17 Jahre alt und werde am 8.10.18. Das wird so geil! Ich zocke gerne Spiele wie Zelda, Pokémon, so RPG, Jump'n'Run, sowas halt, weil auch wenn ich es nicht kann, ist es einfach episch. Und was ich nicht so gerne spiele, sind so Horror-Dingens und Ego-Shooter. Irgendwie ist das nicht so meins und außerdem habe ich vor Horror Angst. Ich bin so ängstlich. Ja, in meiner Freizeit zocke ich und treffe meine Freunde und gehe ins Kino, gehe shoppen, mache eigentlich allen möglichen Kram. Nur halt nichts Besonderes. Mein Leben ist boring. Yeah! Ich bin im Moment Auszubildende. Als Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste fahre ich die medizinische Dokumentation. Schreib das mal irgendwo hin! Ich bin jetzt demnächst im zweiten Lehrjahr und werde alles super hinkriegen!
Wuhu, und da ich jetzt nichts mehr zu erzählen habe, was einem irgendwie interessieren könnte, gebe ich jetzt weiter an Beanie. OMFG, es läuft wirklich keine Musik im Hintergrund. Also bei euch jetzt wahrscheinlich schon. Aber bei mir gerade nicht, während ich das aufnehme, und ich finde das äußerst beunruhigend und gruselig. Egal, ich will mich jetzt hier auch mal kurz vorstellen. Ich bin die Beanie, ich bin 15 Jahre alt, 15,5 um genau zu sein, und ich hoffe, mein Mikrofon kloppt gerade nicht so. Und jo, ich bin jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren oder einem Jahr, glaube ich, anderthalb, egal, seit einem Jahr in der Let's Player-Szene dabei. Ich hatte bis jetzt zwei Channels, einen Gemeinschaftschannel mit einem Kumpel und jetzt meinen aktuellen, der da unten in der Box verlinkt ist. Und ja, ich habe relativ viel Spaß am Let's Playen und bin zwar nicht der größte Oberpro, ich denke nämlich immer noch, dass ich viel zu lernen habe, aber ich mache das natürlich in erster Linie aus Spaß am Spiel. Und ja, ich spiele, wie man dann sehen wird, The Legend of Zelda The Minish Cap. Ich spiele allgemein nur ältere Spiele, also ich Let's Play nur ältere Spiele am PC, da ich privat eh mehr der Konsolenzocker bin. Und jo, das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Motto, Oldies but Goldies. Da kenne ich mich irgendwie, bei älteren Spielen kenne ich mich irgendwie einfach besser aus und weiß auch mehr über das ganze Spielgeschehen. Ich kann einfach besser kommentieren. Und deswegen spiele ich nur etwas ältere Spiele. Liegt zum einen auch daran, dass mein Rechner nicht allzu gut ist. Also hier so StarCraft 2 höchste Auflösung würde bei mir nicht laufen, ne? Jo, soll ich noch irgendwas dazu sagen? Ach ja, ich sollte mal irgendwie meine Lieblings-Eissorte hinzufügen. Und oh mein Gott, bei uns vom Fenster draußen ist ein Regenbogen. Süß. Ja, meine Lieblings-Eissorte ist im Moment Nutella. Mit übelst viel Cookie-Eis dazu, ist ein derbster Zuckerschock. Ich stehe da übelst drauf. Ich mag so süßes Zeug. Das kann mir gar nicht süß genug sein. Ich verschlinge das wirklich. Und ja, mein Stromanbieter wollte ich eigentlich auch noch hinzufügen. Habe ich gestern jedenfalls gesagt. Aber wir hatten heute eine Stunde Stromausfall. Sprich, ich konnte nicht an meinen Laptop gar nichts. Und deswegen werde ich jetzt auch keine Werbung für den für den lieben Stromanbieter machen, ne? Jo, ich hoffe, meine Let's Plays werden euch gefallen und das war es jetzt auch schon von mir. Und ich hoffe, ich habe jetzt nicht allzu schnell geredet. Und ja, wir sehen uns. Haut da rein. So, und nach der Beanie komme jetzt auch ich. Ich bin der Freitag, wie man das so schön sagen kann. Ich bin 15 Jahre alt. Bin weiblich, dass ich das nochmal betonen darf, ja. Gehe auf eine Oberschule in Niedersachsen und ich spiele hauptsächlich Games auf dem PC. Ja, aufs Gaming bin ich durch meinen Bruder gekommen, der mir damals ein Spiel in den Kopf geworfen hat. Und ich habe keine Hobbys, ich bin Gamer. Tschüss!